ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir haben heute auf der Couch geschlafen. Die habe ich gerade eingefahren. Also wir haben heute eine kleine Übernachtungsparty gemacht. Jakob hat mir Frühstück geholt und der war jetzt extra noch beim Bäcker. Und jetzt essen wir und feiern ein bisschen unseren Jahrestag. Wir sind heute Geburtstag. Und mein Geburtstag. Wir sind heute seit 6 Jahren zusammen. Richtig krass, richtig lang schon. Aber ja, ich freue mich auf den Tag und ich nehme euch wieder dabei mit. Das ist jetzt mein fertiger Make-up-Look. Ich mag es in letzter Zeit richtig gerne, mir wieder einen Lidschatten zu machen und einen Eyeliner-Strich. Und heute dachte ich mir, könnte ich das machen? Da, da mich sonst niemand sieht den ganzen Tag, mache ich das normalerweise nur für mich selbst. Und heute fahre ich zu meiner Familie. Ich freue mich schon so sehr darauf, weil ich habe die schon so lange nicht mehr so richtig gesehen. Und ich gehe dann auch noch spazieren mit 3 Freundinnen, die direkt in der Nähe wohnen. Auch zu meinem Geburtstag musste Haushalt erledigt werden. Deswegen mache ich jetzt mal die Wäsche, weil mich nervt das so, dass das hier schon seit 2 Tagen hier steht. Deswegen bekommt ihr jetzt einen Zeitraffer von mir. So, ich richte mich jetzt her. Ich habe jetzt nur so einen Bulli drüber angezogen, aber drunter habe ich noch was Schöneres an. Und jetzt gehe ich los und ich freue mich sehr darauf. Es ist jetzt 12 Uhr oder 11:30 und 11:30 und danach holt mich der Jakob ab und wir fahren zu meiner Familie. Ich gehe jetzt aber noch mit Kopfhörern und habe meine Thermos-Legging an, also eigentlich habe ich mich gar nicht special-mäßig angezogen. Ich bin jetzt spazieren mit ein paar Freundinnen. Das Wetter ist leider nicht ganz mehr so geil. Aber wenigstens können wir uns außen noch treffen. Hier in Österreich ist es jetzt gerade nicht so streng. Deswegen freue ich mich, dass ich wenigstens spazieren gehen kann. Es war mega schön. Ich zeige euch danach die ganzen Geschenke. Also ich bin jetzt fertig mit dem Spazieren gehen. Jakob ist jetzt hier. Wir tun uns gerade noch die Hände desinfizieren, weil wir fahren jetzt, also wir gehen jetzt rein zu meiner Familie. Und ich freue mich schon, wir sind zwar ein bisschen zu früh da, aber ja, ich habe meine Polaroid-Kamera mitgenommen, meine Kamera und werde vielleicht ein paar Fotos machen. Ich bin jetzt wieder daheim. Es ist jetzt noch der gleiche Tag, also ich habe noch Geburtstag und ich wollte mit euch meine Geschenke durchgehen. Also ich wollte euch meine Geschenke zeigen und euch ein bisschen so erzählen, wie der Tag war. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich wollte eigentlich mehr filmen, aber ich habe dann einfach nur die Zeit mit meiner Familie genossen, mit meinen Freundinnen und ich glaube, das war der schönste Geburtstag, den ich je hatte, wenn ich ganz ehrlich bin, weil er einfach mega stressfrei war. Und ich habe so viele liebe Nachrichten bekommen, also vielen, vielen lieben Dank für eure ganzen Nachrichten. Ich habe mir alle Nachrichten abgescreenshottet und ich habe mir die in einen Ordner beim Handy reingetan. Das heißt, ich werde mir die immer durchlesen, wenn es mir mal schlecht geht oder wenn ich Zweifel an mir habe oder so, weil
Ihr seid so liebe Menschen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Echt, ich war richtig geflasht und ich bin immer noch beim Beantworten. Also ich werde auch jede einzelne Nachricht beantworten. Ich nehme das nicht als selbstverständlich, dass ich so viele liebe Nachrichten bekomme und ich bin überwältigt, wie lieb ihr alle seid. Und deswegen bin ich immer noch so voll geflasht. Und ich wollte euch aber zeigen, was ich heute alles bekommen habe, weil ich habe mich wirklich mega gefreut über die ganzen Geschenke. Also ich habe mich ja als allererstes mit meinen Freundinnen getroffen. Wir sind spazieren gegangen, weil wir in Österreich haben gerade keinen Lockdown. Wir haben also eine Ausgangsbeschränkung von 8 Uhr bis 6 Uhr, glaube ich. Aber man darf sich jetzt noch treffen. Aber wir haben uns im Freien getroffen, weil ich wollte jetzt vor Weihnachten niemand in Gefahr bringen. Und deswegen habe ich jetzt keine Party gemacht oder im Inneren oder so. Deswegen haben wir uns draußen getroffen. Ich habe von meinen Freundinnen einmal so eine Kamera bekommen und ich habe mich so gefreut über dieses Geschenk. Ich bin ein Mensch, ich liebe es, Fotos zu machen, ich liebe es, Erinnerungen zu behalten und deswegen ist dieses Geschenk einfach perfekt für mich. Da gibt es 27 einzigartige Momente, also man kann 27 Fotos machen und die Idee von ihnen war, dass wir 27 Dinge, halt besondere Dinge machen und da immer ein Foto festhalten von uns und am Ende lassen sie es dann entwickeln und ich liebe diese Idee einfach. Ich habe mich so gefreut. Dann habe ich noch solche Patschen bekommen. Kann ich auch sehr gut gebrauchen, weil mir ist immer kalt bei die Füße und die sind richtig, richtig cute. Ich habe mir von meinen Freundinnen dieses Jahr, also ich habe ihnen gesagt, sie sollen mir nichts schenken. Ich wünsche mir gar nichts außer einen Brief, weil ich liebe Briefe. Ich habe auch hier hinten immer einen Brief von einer Freundin, also der Brief ist von der Sophia und den habe ich immer hier stehen. Ich habe auch eine ganze Box voller Briefe. Ich behalte mir jeden Brief auf, den ich bekomme. Und deswegen haben sie mir auch einen Brief geschenkt. Das ist, ich zeige euch nicht den Hintergrund, weil da steht viel drauf. Aber das ist einmal ein Brief, den werde ich gleich dazugeben. Und von der Antonia habe ich einfach, ich zeige euch jetzt nur die Rückseite, einen richtig, richtig langen Brief bekommen. Und ich habe mich so gefreut einfach. Ich schätze solche Geschenke unglaublich und ich freue mich immer, wenn ich sowas bekomme, weil ich liebe es, mir Sachen durchzulesen. Im Alltag sagt man jemandem nicht, dass man ihn mag oder als Freund schätzt oder keine Ahnung. Und deswegen finde ich es so lieb, dass ich das mal durchlese und immer wenn es mir schlecht geht, lese ich dann solche Briefe. Und deswegen habe ich mich mega gefreut. Von meinen Eltern, von meiner Mutter und von meinem Vater habe ich jeweils ein Kuvert bekommen. Und sie haben mir Geld geschenkt, weil ich mir eben dieses Jahr gar nichts gewünscht habe. Und ich mir eine Kamera gekauft habe und ein iPad, was beides sehr teuer war. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut darüber. Jetzt kommen wir zu ganz besonderen Geschenken. Darüber freue ich mich jedes Jahr extrem. Und zwar, ich habe ja vier kleine, also ich habe drei Nichten und einen Neffen. Und ich habe ja vor ein paar Monaten noch bei meiner Mutter zu Hause gewohnt und meine Geschwister wohnen direkt neben mir. Das heißt, ich habe sie jeden Tag gesehen, also wir stehen uns richtig, richtig nahe. Und sie haben mir was gezeichnet. Einmal habe ich das bekommen, das habe ich von meiner ältesten Nichte bekommen, also die ist 11 Jahre. Das heißt, wir sind nur 10 Jahre auseinander, also sie wird bald mal 12. Und da habe ich einmal so eine Zeichnung bekommen, da steht Happy Birthday drauf. Und ich habe auch noch eine Tasse von ihr bekommen. Diese Tasse. Mega cute. Von meiner anderen Nichte, Diana. Von ihr habe ich auch eine Zeichnung bekommen. Leute, wie cool ist diese Zeichnung? Mit einem Bild von mir. Richtig, richtig süß. Dann habe ich ein Geschenk von meinem Neffen bekommen. Und Leute, ich konnte nicht mehr. Das war so ein süßes Geschenk. Und zwar hat er mir so ein Glasbehältnis gemacht und in das Glasbehältnis hat er solche Briefbotschaften reingetan und da stehen so liebe Sachen drauf und ich habe mich einfach nur so gefreut. Mein Neffe ist 8 Jahre und ich lese es euch jetzt nicht vor, aber ich werde das für immer aufbehalten, weil ich habe mich so sehr gefreut. Und von meiner anderen Nichte habe ich Gummibärchen bekommen. Das sind vegane Gummibärchen. Sie kennen mich auf jeden Fall. Dann habe ich eine iPad-Hülle bekommen. Die habe ich mir gewünscht. Und zwar von meinem Bruder.
Das ist einfach so ein Schutz und man kann dann das iPad so aufstellen. So, ich muss das noch schauen genau. Aber das finde ich auch richtig praktisch und ich habe dann nicht so Angst. Dann habe ich von meinen Geschwistern, also von meinem Bruder, von meiner Schwester, vom Mann von meiner Schwester und von der Frau von meinem Bruder, habe ich Sportklamotten bekommen und sie haben mich mega ausgelacht, weil ich habe geschrieben, dass ich mir eben solche Sportklamotten für den Winter wünsche. Also ich wollte mir das eigentlich zu Black Friday kaufen von Oceans Apart. Solche langärmeligen, einmal in der Farbe, einmal in schwarz. Und sie meinten, was ist das bitte für ein Wintersportoutfit? Sie haben recht, es ist schon sehr knapp, aber es ist wärmer als mein Sport-BH. Deswegen. Und noch eine ganz normale schwarze Hose. Und von meiner Mutter habe ich dann auch noch so einen kleinen Rentier bekommen als Weihnachtsdekoration. Und genau, von einer Freundin, eigentlich Freundin von meiner Schwester, aber sie kennt mich auch schon sehr, sehr lange und wir sind eigentlich auch befreundet, habe ich dann noch so eine Box bekommen mit einem Gutschein drinnen vom Müller. Habe ich mich auch mega gefreut. Jakob habe ich eben einen Stift bekommen fürs iPad und er hat mir gestern am Abend noch ein zweites Geschenk gegeben und zwar Adiletten. Leider sind die ein bisschen zu klein, also das wusste er nicht, das war irgendwie ein Fehler, er hat die richtige Größe. Genau. Das waren eigentlich meine ganzen Geschenke. Und ja, also ich bin mega dankbar für alles, was ich bekommen habe. Und generell, es war so ein schöner Geburtstag mit meiner Familie. Und ich bin jedem dankbar, der den Tag heute so besonders gemacht hat. Es war alles mega schön dekoriert. Und ich wusste ja gar nicht, dass es heute so ein schöner Tag wird. Aber genau, Jakob und ich machen jetzt noch was zum Essen. Und ich werde dann mein Video schneiden. Und das war es eigentlich dann auch schon. Es ist jetzt, glaube ich, 5 Uhr. Ich habe das Set angezogen und ich freue mich so sehr. Endlich habe ich ein richtiges Outfit zum Trainieren. Jakob kocht, by the way, gerade. Und ich freue mich schon so aufs Essen. Ich habe heute nur Kuchen gegessen, aber der Kuchen war so gut. Deswegen rege ich mich da gar nicht auf. Das hat der Jakob jetzt für uns gemacht. Mein iPad habe ich auch schon in die Hülle reingegeben und jetzt schauen wir noch einen Film. Yay. So, ich habe mich jetzt geduscht und Jakob und ich werden jetzt noch einen Film schauen oder eine Serie. Und dann war es das auch schon wieder mit dem Tag. Ich hoffe, euch hat dieser Vlog gefallen. Ich habe weniger gefilmt, als ich eigentlich filmen wollte. Aber ich hoffe trotzdem, dass euch der kleine Einblick in den heutigen Tag gefallen hat. Schreibt gerne in die Kommentare, wie euer Tag war und wie es euch so geht. Heute ist Dienstag, also 2 Tage vor Weihnachten. Habt ihr schon eure ganzen Weihnachtsgeschenke? Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder. Bye!